Hi Leute und herzlich willkommen zu einem endlich mal wieder neuen Hausbauvideo hier. Ja, diesmal ist wieder ein Wohnhaus an der Reihe und zwar ist das wieder zweigeteilt, denn das hat ewig gedauert, dieses Haus zu bauen und deshalb ist auch leider die Aufnahme recht lang geworden. Also es sind sehr viele Aufnahmeschnipselchen geworden. Ja, und dann musste ich das in zwei Teile aufteilen, weil 40 Minuten am Stück kann ich nicht reden und das schaut sich dann ja auch niemand mehr an, weil irgendwann ist dann das Bauvideo auch nicht mehr so interessant. Und genau, das ist ein Wohnhaus für bis zu 3 Sims, würde ich sagen. Also jetzt so unverändert habe ich ein Master Bedroom, also ein Erwachsenenschlafzimmer und ein Kinder- bzw. Teenager-Zimmer gebaut in diesem Raum, in diesem Haus, oh Gott. Und ja, hier sieht man im Erdgeschoss links gibt es dann das Erwachsenenschlafzimmer, das Elternschlafzimmer und im Obergeschoss ist dann das Jugendzimmer. Ich nenne es einfach mal Jugendzimmer. Ich habe es jetzt für ein Kind gebaut, weil dort Spielzeug drin ist und so, also eine Spielzeugkiste und so weiter und so fort. Aber man kann es natürlich auch, indem man die Spielzeuge entfernt und einfach ein bisschen das Zimmer noch ein bisschen jugendlicher einrichtet, auf den Schreibtisch vielleicht einen Computer stellen oder so und ein paar Poster hinhängen an die Wand, dann kann man es natürlich auch für einen Teenager bauen. Ja, bei diesem Haus habe ich ewig gebraucht, bis ich einigermaßen zufrieden war mit dem ganzen Bauen. Und dann hat es mich auch super doll genervt, dass dieses beim Bauen, beim Create-a-Style-Modus, hat dieses Grundstück so oft geleckt, dass ich am Ende meistens einfach nach 10 Minuten keinen Bock mehr hatte und deshalb die Aufnahme wieder beendet habe. Und deshalb hat das jetzt auch erstens mal wieder so lang gedauert, bis überhaupt wieder ein Bauvideo kommt. Und deshalb, ist es auch zweigeteilt, weil die Aufnahmen halt relativ lang sind, obwohl ich das gar nicht verstehe, weil ich habe nicht irgendwie so sehr viel langsamer gebaut als sonst. Ich habe trotzdem normal gebaut und dieses Dach war echt tricky. Das wollte am Anfang nicht so ganz, da waren die Wände im Dachgeschoss zu hoch und deshalb habe ich das ein bisschen weiter nach hinten versetzt. Ich musste die Treppe erst entfernen, weil ich sonst das Dach darüber nicht platzieren konnte. Dann wollte ich eigentlich ganz gerne nicht so ein Walzdach, also mit einem Dachgiebel in der Mitte, sondern ich wollte ganz gerne dieses, was so leicht schräg hochgeht, was ich da versucht habe. Das wollte sich nicht platzieren lassen. Und dann war ich schon genervt, aber dann habe ich es wenigstens geschafft, die normalen Giebeldächer zu machen. Das finde ich immer sehr schön und diesmal sind die auch wirklich zugänglich. Also das ist nicht nur wie bei dem Katzendschungel, dass das einfach nur ein Speicher ist, der unbenutzt ist, sondern dieser Speicher oder dieses Dachgeschoss ist auf jeden Fall benutzbar. Es sind keine Dachschrägen drin, das wollte ich auch mal ausprobieren, aber das ist ein bisschen komplizierter mit dem Constraint Floor Elevations Cheat. Deshalb, zumindest in diesem Haus habe ich es noch nicht ausprobiert. Ich werde es mir aber auf jeden Fall merken, dass ich demnächst vielleicht mal ein begehbares Dachgeschoss mache, das dann so ein paar hübsche Dachschrägen drin hat. Ja, dann ist dieses Haus hier auch so ein bisschen vorstadtländlich in diesem Stil. Also das hat eine Holzwand und dann noch diese Steinwand. Diese Fenster mit den Blumenkästen dran waren sehr passend dafür. Deshalb dachte ich mir, ja okay, dann habe ich hier ein bestimmtes Thema drin und das werde ich auch versuchen, durch das ganze Haus hindurchzuhalten. Das heißt, ich habe nicht modern gebaut diesmal, sondern eher so traditionell. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall nicht mit Weiß, sondern so ein bisschen eher beige bei den Boden, bei Fliesen und so weiter und so fort. Relativ dunkles, also dunkleres Holz, als ich sonst immer verwende, weil ich mache ja meistens hellen Boden und helles Holz so gemischt. Das finde ich, gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Und diesmal habe ich es eben, ja, nicht weiß, sondern eher beige gehalten und dunkleres Holz. Das hier wird das kleine Gästetoilettchen. Ich werde in diesem ersten Part hier auch nur die
die Gästetoilette, den Arbeitszimmer, genau das Arbeitszimmer, das ist direkt rechts neben dem Eingang, und den ersten Teil der Küche bauen und einrichten. Die Küche ist dann aber auch noch nicht ganz fertig, denn das wird eine Küche und ein Esszimmer in einem, auch mit einer Bar und so weiter und so fort. Am Ende gefällt mir das Haus auch richtig gut. Ich hatte mir gedacht, das passt für eine Familie mit Kind, wo die Eltern vielleicht schon ein bisschen älter sind. Ich hatte überlegt, vielleicht zwei Senioren, die ein Kind adoptiert haben, oder halt Großeltern und Enkelkind, weil die Eltern vielleicht irgendwie im Ausland sind oder gestorben sind, kann ja auch sein. Das ist auf jeden Fall so ein Haus, das könnte auch von Oma und Opa das Haus sein. Also ich finde, vor allem bei den Bodenfliesen merkt man das. In der Küche, das sind so, für mich sind das so 60er, 70er Jahre Bodenfliesen, auch wenn die hier als Terrakotta-Fliesen ausgezeichnet sind, aber sonst benutze ich eigentlich kaum Terrakotta-Fliesen in Häusern, aber ich dachte mir, ach komm, Mensch, das passt doch jetzt eigentlich ganz gut, das ist so ein bisschen altbacken, das lasse ich hier drin. Und was mich super doll genervt hat, warum ich auch alle manche Videoschnipsel nur 10, 15 Minuten lang sind, weil ich einmal nicht konsistent zum Bauen gekommen bin, weil ich immer irgendwelche anderen Sachen gemacht habe, und dann mussten wir noch kochen und dann, Mensch, lass uns mal schnell irgendwas machen noch, und dann hieß es ja jetzt und nicht in einer halben Stunde, bis ich hier fertig bin mit Bauen, sondern ich will das jetzt machen oder ich musste das jetzt machen, und dann musste ich die Aufnahme wieder beenden. Dann hatte ich nur so 15 Minuten gebaut, und was mich auch tierisch genervt hat, war, dass es, wenn man im Create-a-Style-Modus ist, also dieser Modus mit dem hier rechts, mit dem Farbrad und den Texturen, dass dann das Spiel unglaublich schnell anfängt zu laggen. Also wenn du dann zum Beispiel eine Textur auf einen anderen Gegenstand ziehen willst, das sieht man jetzt in dem verschnellerten Modus nicht, aber das ist so unglaublich nervig. Dann musst du das rüberziehen, dann ist die Maus verzögert, dann ziehst du zu weit über den Gegenstand, dann musst du zurückziehen, und das dauert alles unglaublich lang, und ich musste jeder Tür einzeln umfärben und jedes Fenster auch noch, das kommt nämlich auch noch. Ja, hier habe ich jetzt schon so die Wandbeläge, eigentlich glaube ich sogar schon für das gesamte Haus gemacht, jetzt färbe ich jedes Fenster einzeln ein. Hier sieht man doch auch schon, dass das nicht unbedingt immer so ganz so flüssig funktioniert. Vor allem im Baumodus leckt es bei mir sehr, im Kaufmodus nicht so sehr, das verstehe ich eigentlich nicht, weil ich weiß nicht, wieso das so ist, leider ist das so. Und ja, hier hatte ich noch die Wände in der Garage und in der Waschküche und in dem kleinen Gästeklo noch ganz weiß gemacht. Und dann ist mir aber, glaube ich, danach aufgefallen, Mensch, das passt ja eigentlich gar nicht so zum Stil her. Das müsste ja eher so gedeckt, leicht beige sein. Und dann habe ich das noch umgeändert. Hier habe ich jetzt erstmal die Tapete für das Esszimmer gemacht, und ich glaube, das kommt auch ins Wohnzimmer, genau. Ins Wohnzimmer kommt die gleiche Tapete. Ja, hier habe ich immer mal wieder zwischendurch kurze Aussetzer, weil ich halt während ich gebaut habe, ja, hier habe ich jetzt die Wand so ein bisschen heller gefärbt, und ich habe, während ich gebaut habe, mal wieder, ich glaube, ich habe einen Stream geschaut und dann immer mal wieder irgendwas gemacht, was mich abgelenkt hat. Und das ist echt nervig, das dann am Ende zu schneiden. Das muss ich mir abgewöhnen. Also Stream schauen geht ja, aber dann nicht im Stream noch interagieren. Und ja, hier kommt eine Tapete für das Elternzimmer. Da weiß ich selbst nicht so ganz, ob die mir überhaupt mittlerweile noch gefällt. Ich habe sie jetzt mal so gelassen. Wenn ihr sie grauenvoll findet, dann tauscht sie bitte aus. Aber ich möchte nicht immer nur nackte weiße Wände machen. Und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn das auch mal so Muster sind, aber dann nicht so penetrante Muster, sondern eher so neutralere Muster wie diese Streifen. Und hier in dem Bad für die Eltern dachte ich mir, da kann man auch mal ein bisschen eleganter werden mit so einem marokkanischen Fliesenmuster. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Sache. Und ja, jetzt mache ich hier im Obergeschoss, glaube ich. Ach, hier habe ich noch die Fliesen eingefärbt, dass das auch nicht so weiß ist und dass das eben passt. Ja, im Obergeschoss mache ich dann jetzt, glaube ich, auch gleich noch die Tapete. Genau. Hier habe ich, wie gesagt, das Kinderzimmer oder das Jugendzimmer.
Das hat hier so eine schöne grün gestreifte Wand, die gefällt mir eigentlich besser. Und das hier wird das Bad für die für das Jugendzimmer. Und dann gibt es noch so einen schmalen, langen Raum, der rechts daneben. Das dachte ich einfach als entweder als Speicherabstellraum oder ich habe dann da auch noch eine Bildhauerstation hingestellt. Also das ist diesmal ein Haus, das kann für Erfinder und Bildhauer auf jeden Fall geeignet sein, denn die Sachen sind schon da. Hier kommt erstmal das kleine Gästebad, aber da ist eigentlich nicht sonderlich viel drin. Ich habe auch diesen Medizinschrank wieder entfernt, weil ich immer Angst habe, dass dann das Klo nicht mehr funktioniert, also dass die Sims da nicht mehr aufs Klo gehen können. Und das ist ja schon so ein kleines Klo. Und deshalb finde ich, hat das so einfach besser gepasst. Ein Fenster wäre vielleicht auch noch eine Idee gewesen, aber das hatte ich jetzt nicht gemacht, weil das ist nur so ein kleines Gästeklo. Da geht man ja sowieso meistens nur kurz rein und dann wieder raus. Und ob da jetzt ein Fenster drin ist oder nicht, vielleicht so ein hohes Fenster wie in der Garage, das könnte man vielleicht noch machen. Aber jetzt habe ich das Haus auch schon fertig und jetzt habe ich es auch schon exportiert. Da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel dran verändern. Jetzt kommt, glaube ich, erstmal das Arbeitszimmer. Genau. Hier ist eine Staffelei und ein Schreibtisch mit Computer drin. Und dann ist da noch ein Bücherregal und ein Sessel zum Bücherlesen. Also so, das ist so ein bisschen so das Arbeitszimmer für, ja, wenn jemand da drin was arbeiten möchte. Wow, das ist ja richtig schlau gesagt. Ja, hier kommt ein kleines Bücherregal rein und zwar genau dieses. Denn ich hatte mir gedacht, Mensch, auf dieses Bücherregal kann man mit diesem Regal, das mit Traumkarrieren oder ich glaube mit Lebensfreude kam das Regal, das Regal kann man mit Move Objects auf das Bücherregal schieben und dann kann man Gegenstände oben auf das Regal stellen. Das seht ihr dann auch gleich, dann wisst ihr, was ich meine. Und die Erweiterungspacks, die ihr für dieses Haus braucht, ist auf jeden Fall Traumkarrieren, Lebensfreude und hundertprozentig auch Supernatural. Hier sieht man jetzt, da habe ich erst das Bücherregal passend eingefärbt, dass es gleich aussieht wie das Regalbrett, dass das gleich aussieht wie das Bücherregal. Und dann kann man da so ein paar Sachen drauflegen. Ich verstehe nicht, warum das nicht schon auf dem normalen Bücherregal drauf ist. Das ist echt doof. Aber dann habe ich hier das Bücher, hier noch Platz für einen Sessel gemacht. Das aber dann im Nachhinein, glaube ich, noch ein bisschen genau verschoben, weil da noch eine Stehlampe dazwischen sollte. Und dann habe ich die Pflanze auch noch ein wenig woanders hingeschoben, denn das ist leider nicht Sims 4, wo das Routing nochmal einfacher ist, sondern bei Sims 3 sind die ja noch ein bisschen pingeliger und schreien dann plötzlich rum, wenn sie nicht mehr sich bewegen können. Und gehen nicht einfach irgendwie irgendwo durch. Das finde ich sehr schade. Das ist ja jetzt nun mal so. Deshalb muss man da auch immer so ein bisschen Platz einberechnen, dass die halt immer so ein bisschen Platz brauchen. Dann gibt es hier noch ein Kuhfell, dachte ich mir. Das passt ja ganz gut so zu dem so ein bisschen altbackenen Stil. Und für dieses Kuhfell braucht ihr Supernatural. Für den Schreibtisch, das habe ich schon gesehen, braucht ihr Lebensfreude und für das Schuhregal auch, das jetzt hier im Flur steht. Der wird nur ganz kurz da kurz gemacht, so ein paar Deko-Gegenstände. Ich habe hier eine Hundeleine eingefügt, weil ich mir dachte, glaube ich, ach, hier könnte ja eigentlich auch noch ein Hund wohnen. Kann es. Ich habe nur dann im weiteren Bauverlauf, weil ich das eben an unterschiedlichen Tagen gebaut habe, nicht mehr dran gedacht, dass ich da ja eine Hundeleine hingelegt habe, sondern das ist mir erst im Bauvideo wieder aufgefallen. Und das ist ja aber nicht so schlimm. Der Hund, der kann ja, wenn man jetzt nicht in dem speziellen Haus so spielt, kann der Hund ja da trotzdem leben. Das ist ja dann kein Problem. Und dann mache ich jetzt hier die Garage. Hier habe ich erst die Waschküche hin gedacht, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, Mensch, du hast doch hier eigentlich extra einen Raum für eine Waschküche gemacht. Und dann habe ich das natürlich alles noch umgestellt. Und das finde ich sehr schön hier, diese Eimer unter dem Waschbecken, die sind mit einfach tierisch gekommen. Also einfach tierisch könntet ihr auch gut gebrauchen für dieses Pack.
Und ja, hier kommt jetzt der Erfindertisch hin und ein Rauchmelder natürlich. Und dann ist mir, glaube ich, jetzt dann aufgefallen gleich, oh, du hast doch da eine Waschküche. Und dann habe ich da an die Wand noch ein Klimmzugregal hingestellt, eine Klimmzugstange. Und dafür, für diese Klimmzugstange, bräuchtet ihr Showtime. Also so ein paar Erweiterungspacks braucht ihr auf jeden Fall. Ansonsten glaube ich vielleicht noch Late Night für so ein paar Deko-Gegenstände, also für die Seifengläser. Hier kommt jetzt die, hier kommen die Basics der Küche. Und dann bin ich auch schon langsam fertig hier. Ja, diese Küche ist auch wieder so ein bisschen nicht mehr ganz modern, sondern deshalb habe ich auch diesen Ofen hier genommen und nicht den neuesten, weil ich finde, das passt dann irgendwie ein bisschen besser. Und die Spülmaschine und die Müllpresse aus einfach tierisch, die auch so ein bisschen ja älter aussehen einfach schon, die nicht so ganz modern, in so einem modernen Look haben. Hier ist eine Recycle-Tonne und die normale Mülltonne. Für die Recycle-Tonne braucht ihr Jahreszeiten. Und dann habe ich hier noch so eine kleine, einen kleinen Mülleimer hingestellt und dann noch diesen, das mache ich glaube ich gleich. Ich habe diesmal auch in der Küche Schränke auf die, also in der Küche über die Theken Schränke platziert. Das finde ich sieht immer ganz schön aus eigentlich, denn das macht das irgendwie ja nochmal so ein bisschen heimischer und dann wirkt das so ein bisschen realistischer, weil Schränke gibt es ja eigentlich in jeder Küche. Und die passen da eigentlich ganz gut dazu. Hier diese Schränke, die habe ich dann noch ein bisschen heller gemacht. Und dann gibt es auch noch so einen kleinen einzelnen Schrank. Das ist dann vielleicht einfach ein Medizinschrank. Dieses Schränkchen hier rechts neben dem Kühlschrank. Und diese hängenden Töpfe. Und dann natürlich noch meine geliebte Dunstabzugshaube mit integrierter Lampe. Und ja, dann kommt noch ein Waschbecken hin. Und ich glaube, das war es jetzt auch schon fast. Ich hoffe, euch hat dieser erste Teil hier gefallen und ihr freut euch auch auf den zweiten Teil. Und ja, wir sehen uns dann in einem neuen Video. Tschüss!